So, noch so ein Abschlussrennen? Immer Verrücktes? War das nicht schon das zweite? Ja. Nee, das war das. Das war verrückt. Das war das Absturzrennen. Jetzt kommt das Abschlussrennen. Achso. Ja, ist unterschiedlich. Da kommt noch das Am Schlussrennen. Am Schlussrennen, genau. Und dann, wir machen Schlussrennen. Ich wollte nochmal sehen, als letztes. Wenn wir hier die Caper Stockers hätten. Eine Truthahn-Familie, ne. Octopus-Familie. Prototypen haben wir gar nicht, fahren. Ne? Stockers? Stimmt. Stockers oder Prototypen? Prototypen Watkins Glen. Buh. Bombex. Nehme ich, was ist denn noch ein LMP1? Ah, den Marek. Ich nehme den Marek. LMP1? Boah, da gibt's den rosa, ich nehme den rosa. Aus den ganzen Aufnahmen kann man so einen richtig fetten Gewitter-Remix und Remix zusammenschneiden. Boah, Gewitter! Wir haben da mal ein bisschen gespielt. Was ist das denn hier? Marek. Garmin, Marek. Was ist denn hier? Es nimmt den einzigen, den ich davon kenne, ist der Sauber und der Audi A8. Oder ja, nimm LMP1. LMP1 und LMP2 steht ja daneben. Was wolltest du für Strecke nochmal haben? Watkins Glen, ne? Ja. Was fährt man denn so? Ich nehme den RWD30. Aber wir können eigentlich auch LMP2 nehmen, die ist ganz geil, die Klasse eigentlich. Aber auch, mir egal. Ja, bin ich für. Lass die nehmen. Okay. Was denn jetzt? LMP2-Klasse. Ist dann egal was, oder? Nee, da steht entweder LMP2 hinter. Alpine A450 oder die, wo der LMP2 hinter steht. Ich glaube, ich nehme den Alpine. Der Marek, ist offen. Der Orica oder eben der RWD LMP2. Hauptsache, du hast einen LMP1 ausgewählt. Ah, okay. Klappe jetzt. Ich hab das dann nicht gesehen. So, ich hab Gegner. Ja, Gegner sind aus, ja. Cool. Weil die würden nämlich auch die LMP1er nehmen, ist das Problem. Stimmt. Ja, voll die Cheater. Voll die Geparden. Nee, was sind das? Ist ja sagen, so mit Gegnern die Klassen richtig einstellen, sowas ist echt doof gemacht, ey. Ja. Man kann ja einstellen, alle dasselbe Auto, oder? Ja, da fahren wir alle den Marek oder den LP. Könnte man dann zumindest das machen, aber. Ja, dann hätte man die KI auf gleichem Level, das stimmt. Ja, aber da geht halt nicht anders. Das Spiel kann nicht mehr in den Speicher laden. Ja, zu mir vorfahren, ne? Ich bin von der Stadt. Ey, du hast so einen 150-Meter-Bonus, oder? Lukas, ey. Fahr du mal. Fahr nicht zurück, sonst wirst du disqualifiziert. Ja, wir sind hier immer zu zweit am Start, jetzt in der LMP2-Klasse und Lukas macht sein eigenes Ding wohl. Genau. Du müsstest eigentlich eine langsamere Klasse nehmen für den Vorsprung. Er kommt da auch mal. Watkins Glen übrigens, abgehen. Ja, natürlich. Ach so, okay. Ja, nee, fahrt ruhig. Ja, dann warten wir nach der Kurve. Ja, du holst das doch wieder auf. Komm, wir warten nach der Kurve hier und machen wir nochmal einen Neustart quasi. Nee, ich fahr. Ja, komm, wir warten jetzt. Nein, ich fahr. Lukas, wir warten doch jetzt. Jetzt sei nicht zickig, komm. Dann fahr ich vor, nein, ich was. Leberwurst, komm. Darfst doch die Zeit ansagen. Mach mal bis bei 40, Mama. Alles klar. Bis 40. Machst du meine Rundenzeit kaputt? Ah, kriegst noch 5 Möglichkeiten, 4. Fang noch zu früh. Du Assi. Ich bin der Einzige, der Dach aufmacht. Nee, der Alpine ist auch offen. Sie geht's hier links hoch. Oh! Oh! Walle! Alles ja. Gut! Okay. Wir sehen dich nicht mehr. Das machst du jetzt nicht echt, ne? Alter, Junge! Das war doch mal geil! Ja, total, ich muss gerade meinen Wagen abfangen. Ist der gerade auch weitergefahren? Nee, ist in der Schikane neben mir, hat er hier neben mich gesetzt. Das war, also, danke. Für die Fans bestimmt geil, aber... Ja, für mich total geil, auch wenn die Wagen wieder einfangen, wieder aus und weggeht. Man müsste jetzt den Arm simulieren, den du zur Empörung rausstreckst. Das konnte man bei Grand Prix Legends machen. Linke. Entweder zum Sieg oder... um seine Wut auszudrücken. Jetzt war zu spät, scheiße. Ja, ich aber auch. Da! Fährt an mir vorbei. Ich aber auch. Ja, aber nicht ganz zu spät. Oh, das sind Zippo-Feuerzeuge, werden die bekommen. Ah, cool. Ja. Rauchen ist gut, liebe Kinder. Fang auch an einer mit. Sag der Richtige da vorne. Wenn ihr jetzt keinen Schnitt seht, verstehen wir Ironie. Oh, das war knapp. Ich wollte auf Walle warten eigentlich auch. So, können wir machen. So, Schrittgeschwindigkeit. Autobahntempo, 130. Schrittgeschwindigkeit, 140. Wenn du mit 140 durch die Fußgängerzone fährst, Glückwunsch. So, guck mal, ich fahr jetzt mit 130.
Überleg mal, du machst so einen Move mit 130 in deinem Audi. Echt Auto, machst du so einen Abgang. In, wie heißt dein Audi nochmal? 80. Nee, er hat doch einen Namen, oder nicht? Brutus? Nee, wie hieß der denn? Brutus. Der Bruno. Bruno, Bruno. Bruno. Wie heißt der? 80. Brutus. Ich glaube, ich habe mir sogar dieses fast ein Stunde lange Video von dem Auto angeguckt. Das hat nichts zu tun, oder? Nö. Hi. Man rendert viel. Oh, Lukas. Ja, hi. 6 Tage am Vollgas. Ja, genau. Oh, shit. Oh. Wow. Nicht gut gegangen, wollte ich anmerken. Ja, ihr seht, Leute, ne? Selbst bei privaten Lobbys seid ihr nicht davor gefeit, dass Leute abkürzen und sich für die letzten Henker verhalten hier. Das auch komplett mit vollem Ernst und Boshaftigkeit. Ist euch eure Öltemperatur gerade so? 98. Keine Ahnung. 95. Welche Zahl? Unten rechts. Ich dachte, da wo Oiltemp steht. Oilt. Ich kann gar nicht lesen. Ich muss gerade alles so schnell hier, oder? 93. Die Zahl steht da doch immer. Du willst doch gar nicht. Aber das ist auch gut kühl eigentlich. Wieder zu spät, kacke. Ist die gleiche Kurve, ne, Lukas? Ja. Ärgert dich das nicht? Lernst du das nicht? Wie ist das so, wenn man keine Lernkurve verzeichnen kann? Ey. Wenn der Punkt immer an derselben Stelle ist auf der X-Achse. Mehr Y. Ich kann keinen. Ja, super. Ich kann keine Erdkunde. Boah, ist halt albern, ey. Warum wartest du denn jetzt? 40. Ja, ihr kommt doch nicht! Ja, halt die Klappe! Was muss ich denn machen, damit ihr kommt? Tanzen, los! Aha. Und links. Und rechts. Und drei. Zwei. Wow. Alter! Sorry. Ja, ich euch. Nicht einlenken, du warst neben mir. Ja. Das ist immer besser hier. Ja, ich finde die Straßen sind ein bisschen zu schmal, ne? Unrealistisch. Ja, sicher. Ja. Natürlich. Und trotzdem noch verbremst. War da eine Kurve? Ja, hi. Da. Nein. Das ist genau der Streckenverlauf. Die Minimap lügt. War so schön asphaltiert. Boah, jetzt habe ich dich aber asphaltiert hier, glaube ich. Nee, sauber. Ich warte mal kurz. Ach komm. Nix warten. Dominieren. Nix warten. Dominieren. Sprach Lady Gloria, als sie ihren nächsten Kunden erwartete. Junge, Junge. Das ist doch nicht normal, Mann! Die Kurve hast du lieb, ne? Also richtig. Ich umarm die jedes Mal. Ah, Mann, ey. Morgen nehmen wir dann die richtigen Folgen auf, ne? Das war jetzt nur für die Outtakes, oder? Ja. Über 2 Stunden Outtakes. Krass, ey. Gut, dass wir uns die ganzen Gags vorher aufgeschrieben haben. Also die zweite Aufnahme jetzt, nachdem Duki weg war, ist jetzt mittlerweile bei mir 1 Stunde 46 lang. Alter, ich glaube, meine Platte läuft gleich voll. Ich habe 500 GB frei, 600 GB frei gehabt, sollte reichen. Ja, ich hatte 800. Ja, schön, mach mir Hoffnung, dass meine Platte auch voll ist. Ich warte noch mal ein bisschen auf euch, ne? Ah, ich dachte schon, ich krieg dich. Da träumst du aber auch von. Ja. Ist irgendwie immer, wenn man zurückguckt, sieht man ganz kurz für 1-2 Frames die Füße und den Spoiler. Stimmt, den Spoiler sieht man, ja. Ja, überholst, ne? Nö. Ich wollte nur... Doch nicht. Papierknüllchen okay. Rüberwerfen. Ich weiß nicht, ob ich abkürzen soll, die Schikane fahren soll, wie es gehört. Ich fahr mal so weit links, dass er nicht abkürzen kann. Natürlich! Wow! Ey! Wow! Wow! Was hast du gemacht? Geschoben! Was hast du gemacht? Ich bin aber weiter geradeaus. Ja, eben! Und Walla hat nichts davon mitgekriegt. Wie die Wand. Bei mir war alles super. Ja, bei mir nicht. Bei mir habe ich dich, glaube ich, nicht mal berührt. Es gibt jetzt auch Bulldozer in der LMP2-Klasse. Wie, du hast abgekürzt. Kriegst du eine Strafe. Mit Arschgeigen, ey. Nicht mehr normal. Der Wagen ist geil, der gefällt mir. Ich habe gerade kurz gelesen, dass Rage im Cockpit steht. Aber das heißt, glaube ich, Race. Ja, mein Rage-Meter steigt immer weiter an, glaube ich. Ja, schon 103. Der ist wieder auf 100 ab. Genau. Also Öl ist bei mir bei 100. Bei mir auch. War, glaube ich, so 104. Das muss so.
Ich hab mich gedreht, das muss so. Scheiße. Das war meine Fronthaube, die muss auch weg. Mann! Jetzt, wenn ich hinterherfahre, baue ich Scheiße. Bist halt nicht gewohnt, hinterher zu fahren, ne? Nee. Wow! Ich wäre fast rechts in die Box eingebogen, da ist aber noch eine dicke, dicke Mauer, die ich gerade eben um Haares, um Mückenpimmelsbreite habe ich die noch eben umschiffen können. Und hier seht ihr, wie fair es ist. Man wartet auf die anderen, aber die denken sich den Scheiß, warum warten? Das ist die letzte Runde, wir liefern uns gerade Packen, das 1:1 Kopf an Kopf Duell. Ist mir egal, Handbremse ziehen und gut ist. Ja, im LMP2. Ja, geht. Probier's. Probier's. Geht nicht, oder? Ich hab's ja nicht belegt. Auch nicht. Also ich drücke jetzt gerade wirklich die Taste für die Handbremse, aber... Verdammt. Ey, weißt du, was der Walle gerade gemacht hat? Der hat für die Schikane gebremst. Oder den Busstop. Krass, ne? Heftig. Ach, da geht's gerade aus, probier ich mal. Der scheint ja doch ein ganz netten zu sein. Jetzt wird er gerade aus. Letzte Runde. Nein! Oh, mich so schieben! Oh. Echt? Aber volle Kanne. Krass. Upsi. Komplett im Gemüse gelandet. Ich war eigentlich neben dir und dann sah es so aus, als ob du rüberziehen würdest, aber dabei haben wir uns wohl ganz leicht, Ja, ich hab grad voll deine Haube auf den Haufen gefahren. Tangiert haben wir uns. Was? Oh, schick. Warte, lass mal, fahr mal hinter mir. Yeah, Aufhängung. Schön. Das wackelt sogar. Das ist ein Ding. Oh, da kommt ein Monster von hinten. Hast du Angst vor mir? Ja, ein bisschen schon. Du sahst schnell aus, aber war wohl gar nicht so. Da fehlt ein bisschen was bei ihm. Ich hab ja gebremst für euch. Ich bremse auch für Tiere. Für Oktopusfamilien. Hier, dein Lieblings. Ey! Wie, fahr doch? Ich muss doch um die Kurve. Du kannst mich doch nicht da einfach rausschieben. Ja doch, hast du ja gesehen. Klappt. Wie, ja doch? Weißt du, wie teuer so ein Heckteil ist? Teuer. Ist doch in Ordnung bei dir. Können Sie mal kurz anschieben? Ja klar. Ja, ist doch nur das Sieg geworden, dachte ich mir. Ach, das wäre eine faire Nummer, ne? Da kann man sich ja drauf ausruhen. Fair gewonnen. Aber mir fehlt hinten was. Ich bin toll gefahren, sagt mein Ingenieur. Ich vertraue auf meinen Ingenieur, der hat recht. Souverän, das war echt gut. Ja. 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 Ja, ne? Haben wir überhaupt ein Rennen hinbekommen, was irgendwie mal professionell durchgeplant und vernünftig war? Ich glaube nicht. Ich glaub nicht, oder? Über 2 Stunden Bullshit zusammengefahren, sehr gut. Also, ich sag mal so, bei mir auf dem Kanal erwarten die sowas auch nicht unbedingt. Ich glaube, die finden es eher geiler, wenn ich irgendeine Kacke zusammenschneide von dem, was wir gemacht haben. Bei mir ist die Grundeinstellung schon, dass ich erwarten die Professionalität. Natürlich. Ich hoffe, bei mir werden Ausnahmen verziehen. Das ganz Große, was ich mir in den Kanal direkt reinschreibe, ihr Kanal für Niveau, Seriosität, Professionalität. Nummer 1 Rennspielkanal in Deutschland. Mit Krawatte. Let's Play Pro. LPP. Ja, dann mach ich das mal aus hier. Boah. Alter Finne, ey. Eigentlich müssen wir einmal eine Verabschiedung machen, die man hinter alle Videos. Wollte ich grad sagen, ja. Immer dieselbe. So, wir sind dann wieder raus jetzt. Danke fürs Zuschauen. Immer dasselbe. Warte, lass mal überlegen. Die Tintenfische. Oder du machst jetzt einfach 3 verschiedene. Warte jetzt noch eine Abschiedung. Okay, dann mach ich auch mal kurz. Wann kommt denn morgen die erste Folge? Suchen. Die Folgen schreiben wir auch wieder raus. Weiß ich nicht. 3, 2, 1. Was macht der jetzt? Ja, wir wollten eine Verabschiedung, wollten wir nicht. Achso, ja, machen wir. Ja, wie viele Folgen machen wir denn? 3? 2? Ich hab keine Ahnung, was wir da alles gemacht haben. Also ich glaube, wir werden sowieso nicht so reinstellen können, deine Sicht siehst du hier, weil ich glaube, wir werden nicht... Ja, dann machen wir eine generische Abmoderation. Okay. Achtung, Achtung, dies ist eine generische Abmoderation. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zusehen. Und wünschen viel Spaß noch bis zur nächsten Folge. Das war cool. Ja. Das war gut. Das war sehr gut. Macht's gut. Danke an Walle und an Lukas. Jojo, danke auch. Dankeschön. Ja. Haut rein. Dies ist das Ende der generischen Abmoderation.